Das britische Kabinett hat sich auf eine gemeinsame Brexit-Strategie geeinigt. Premierministerin Theresa May sagte nach der mehrstündigen Sitzung auf ihrem Landsitz Chequers am Freitag: Unser Vorschlag sieht eine Freihandelszone vor mit einem gemeinsamen Regelwerk für Industriegüter und landwirtschaftliche Erzeugnisse. Hohe Standards werden so beibehalten. Aber wir werden sicherstellen, dass Änderungen nur mit der Zustimmung unseres Parlaments stattfinden können. Der EU-Chef und der Händler für den Brexit, Michel Barnier, twitterte in einer ersten Reaktion, die Vorschläge würden darauf geprüft, ob sie umsetzbar und realistisch seien. Laut Beschluss des britischen Kabinetts soll Großbritannien die Möglichkeit haben, eigene Einfuhrzölle zu verhängen und neue Handelsabkommen zu schließen. Der Dienstleistungssektor soll nicht den gegenwärtigen Zugang zum EU-Raum beibehalten.